war ich mit 8. Echt? Ja. Boah, ist mehr Power. Welcher klemmt davor? Ja, okay. Ist ja auch nur der 700er. Ich glaube, da könntest du echt einen anderen für nehmen. Ja, aber für die aber zwei Bahnen, die noch anliegen. Naja, komm, der muss ruhig ein bisschen arbeiten. Ja, ich glaube, der war auch noch gar nicht groß in Bewegung. Wie viele Stunden hat der? 3,2. Das ist ja noch nichts. Da klebt noch die Folie auf dem Motorblock. Richtig. Da ist ja nicht mal richtig das Preisschild ab. Schon wieder das Lenkrad schief stehen gelassen. Mann! Okay, gerade gedreht. Aber angehalten, bevor ich mich hier wieder im Kreis drehe oder so. Dann fährst du jetzt also weg abladen, ja? 72% habe ich schon. Ja, gut, dann nehme ich das. Ich klatsche das alles zu einem Schwarz zusammen hier in der Zeit. Dann nehme ich den Schwarz jetzt mal mit auf die andere Seite. Beziehungsweise, nee, fahre oben einmal lang. Dann geht das besser. Brauche ich die Arbeitsrichtung nicht ändern. Es ist egal, ob ich jetzt ganz voll bin oder nicht. Ich fahre das jetzt schnell weg. Bin gleich wieder da. Da der JCB ja 500 PS hat, ne, müsste ich eigentlich das Lied wieder anmachen. Drück auf Gas, hör die 500 PS. Und rolle rückwärts, oder was? Ach, ich habe einen Rückwärtsgang angemacht. Ups. Ne, aus Versehen gegengekommen. Such gerade. Hier ist ja. Gefunden. Hier, toll, jetzt bleibt hier was liegen links. Super. Musst du gleich zweimal fahren. Hier liegen noch so ein paar Reste. Kriege ich hin. Ist nicht so ganz gerade gelaufen hier. Überladen starten. Überladen, abladen. Also, ja, gut, okay, überladen kenne ich halt nämlich aus dem 17er, dass du das dann eigentlich eher nur mit Flüssigkeiten machen kannst. Nö, einiges leer. Na dann. Ja, ich lade ja eigentlich über. Ich lade ja aus dem Anhänger in das Lager von diesem Lager. Ja, an sich schon. Und deswegen liebe ich den Bandschwader so, weil man damit so geile große Schwaden machen kann. Ist zwar im Grunde eigentlich ein Haufen Fahrerei. Aber, weiß ich nicht, irgendwie finde ich es cool. Wobei, ich glaube, wenn man so fährt wie ich jetzt gerade, ist es nicht mal, dass man mehr fährt. Aber sicher bin ich mir da nicht. Müsste man wahrscheinlich wirklich mal konkret ausprobieren. Konkret, Alter. Voll normal. So, dann zaubern wir da jetzt mal einen fetten Schwad raus. Dann musst du noch ungefähr dreimal fahren. Ich denke, bis der eine Schwad hier jetzt weg ist, wirst du wahrscheinlich noch zweimal entlernen fahren müssen. Oder zumindest einmal und dann nochmal den Rest aufsammeln, dann bist du wahrscheinlich noch ein zweites Mal voll. Obwohl, eigentlich müsstest du sogar mehr. Du hast gerade anderthalb Schwad aufgenommen. Das sind zwei... Ja, du wirst noch ein paar Mal mehr fahren. Schauen wir mal. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, ob man die Wiese jetzt nochmal düngen kann. Weil es ist ja ein Feld und keine normale Wiese. Eigentlich. Das ist jetzt alles in einer, oder? Das ist jetzt alles in einer, ja. Da links von dir liegt noch irgendwas. Ja, genau, da liegen da so ein paar Fitzel rum.
Die hat er da nicht mitgenommen. Da darfst du einmal mitfahren. Weil wenn ich da jetzt hinfahre und das versuche darüber zu ziehen, fahre ich noch dreimal hin und her. Ich bringe die Arbeitsgeräte schon mal alle samt wieder weg, die wir nicht mehr brauchen. Und hole gleich mal den Düngestreuer und guck mal, ob wir das Feld jetzt wieder düngen können. Ey, das ist so geil, wie schnell der Balken hochgeht. Ja. Genial. Leute. Wir brauchen 17 Stunden für das ganze Silo. Aber. Boah, ich hasse es, wenn die Räder am Anhänger mitlenken. Aber beim beim ETS 2 finde ich das gar nicht so schlecht, wenn die mitlenken. Ja, Real ist es ja auch cool. Hier im LS ist es mega assi. Das stimmt. Man muss sich halt vernünftig darauf einstellen können und das kannst du hier nicht, weil die ganz merkwürdig lenken. Also es. Ja, Man ganz kann das auch ehrlich. null vergleichen mit ETS 2, das Fahren hier. Und Das ETS stimmt. 2 ist halt vom Fahren her wirklich ja eine ganz andere Hausnummer vom Realismus her. Das ist wirklich. Aber das Spiel geht ja auch nur darum. Hier geht es ja um viel, viel mehr als nur irgendwie von A nach B zu fahren und einen Anhänger in der Rampe zu drücken. Ja. So, jetzt muss ich den Klaas nochmal umparken. Der steht hier falsch. Ganz komisch wird's, wenn du vorne einen Knicklenker hast und dann noch hinten so einen selbstlenkenden. Ja, das ist richtig. Boah, merkwürdig. Wobei die Knicklenker da schon ein bisschen das Ding auch rumreißen, ne? Alleine Ja. durch die Lenkbewegung. Da meine ich ja, das ist ja dann wieder ein komplett ganz anderer Fall für sich. Ja. So, dann geht's gleich an den Mais. Damit wir das Silo voll kriegen. Und anschließend, wenn wir Mais komplett durch haben, geht's an den Hafer. Und dann haben wir alles beisammen für die Kühe. Dann geht's wieder an. Oh mein So, Gott, Lügen. Fan steht hier. Halten. Düngen. Oh ja, da freue ich mich ja drauf. Das wird ja wieder. Ja, wo. Und das Spiel noch mal von vorne. Stimmt, ja, gut, okay. Pflügen müssen wir ja nur da hinten die Maisfelder. Ja, Kalken das ist. brauchen wir erstmal eine Weile nicht. Also im Grunde geht es jetzt ja eine ganze Ecke schneller, weil es müssen da hinten nur die drei Felder gepflügt werden, die ja noch relativ gut zu pflügen sind. Ja. Und die anderen Felder müssen ja alle nicht mehr gepflügt werden. Gott sei Dank. Da brauchen wir nur Düngengruben, versuchen nochmal zu düngen und dann ansehen, hat sich der Salat. Ja. Wer will denn jetzt bei mir rein? So, ich glaube, jetzt haben wir da hinten alles weg. Ja, dürfte kein Fahrzeug mehr stehen. Ja, sind noch alle Punkte weg oder irgendwas Gelbes sehe ich da noch. Ach ja, hier, der Wender. Den müssen. Kommt denn der eigentlich her? Ach, vom. Weil du hast ihn abgehangen, alles klar, verstehe. Ja. Und der Schlepper von dem Wender steht am Silo. Ich hab den großen Bruder. Das ist der 700er hier. Alles Ja. klar. Weil ich hab den 1000, so 1050 genommen, weil so, hey. Sonst muss ich den Berg rückwärts hochfahren. Ja, kein Problem. Dann hole ich nur eben den Wender ab mit Genial. dem 700er.
Der Jetzt Tausender kann sagst ja dann wieder ans Silo, weil der muss der dann auch gleich wieder schieben. du. Ja. Dann bringe ich gleich den Hexer schon mal zum Mais. Und der Ladewagen kommt an wem? JCB. Würde ich sagen. Bist du Ja. am schnellsten mit unterwegs? Wegen der hier, na, Entfernung. Genau. Oh, ich habe hier noch zwei kleine Dinge rumliegen. Nehme ich mit. Wie oft bist du jetzt gefahren für den Schwad? Dreimal. Also insgesamt dreimal auf der Wiese. Na gut, das ist jetzt weniger. Also zweimal für den großen Schwad jetzt noch. Ja. Einmal und beim zweiten habe ich 5600 drin. Ja gut, aber dann haben wir jetzt erstmal 100.000, über 100.000 Liter Gras. Heu. Ich weiß es. Ich habe jetzt da nicht jetzt drauf. Ja, doch, Ja, bei ja. 56.000 Ja. haben wir 100, 112.000 und dann die 112, bisschen, 108, ja, was da knapp jetzt noch kommt. 120. Ja gut. Knapp 120. Es sind alles noch keine Mengen, aber wir können uns auch noch nicht die Unmengen an Tieren leisten, also glaube ich, dass das erstmal alles realisierbar ist. Aber ich sag mal so, jetzt haben wir schon langsam irgendwo ein bisschen Anhaltspunkte. Jetzt wissen wir ungefähr, wie viel bei was irgendwo rüberkommt. Wenn wir uns das merken, da bin ich ganz schlecht drin. Was? Um was ging's? Keine Ahnung. Wer bist denn du, Alter? Wo kommst du denn her? Ich war mit der Trecker über der Ecke. Ja, aber nicht auf meine. Was fällt dir ein? Was ist es, dein Hof? Ja, das ist meiner. Also das kann ich mir gerade noch merken, dass das mein Hof ist. Wo ist denn der JCB eigentlich? Hier in der Garage wieder. Okay, da lasse ich Willst den am Aal. du, während ich... Hättest du eigentlich da vorne stehen lassen können, liegt er auf dem Weg nach draußen. Egal. Während ich jetzt hier Naja, das Zeug noch ist rüber schaffe... der wäre sonst mitten im Weg gestanden. Ja. Willst du nochmal versuchen zu düngen? Ob er das macht? Also ich wollte auch mal kurz hier erstmal ins Menü Die gucken, Wiese. wie es aussieht. Ja. Kann ich machen. Kann ich eigentlich gerade mit dem C50 machen. Also eine Düngestufe ist drin. Du Laut Plan. wackelst gerade in der Luft. Ich wackel in der Luft. Jetzt nicht mehr. Gut. Du hast gerade so luftschwimmermäßig gemacht. Ach so, ja, wahrscheinlich, weil ich gesprungen bin und während des Sprungs ins Menü. Ja, also laut Plan ist eine Düngestufe drauf. Vielleicht geht ja auch die zweite jetzt drauf. Das wäre natürlich mega geil. Einmal ernten, einmal düngen, perfekt, 100% oder eigentlich 200% Ertrag, ne? Ist perfekt. So. Dünger ist hier drin. Zack. Ist das richtig gewesen? Fliegen. Jawohl. Nein, stopp, das war doch der Kleine. Oh, abgestürzt. Nur sowas. Gut, ja, dann schnapp ich mir falsche Garage hier. Jetzt überlege ich fahre nicht nochmal mit beiden Anhängern spazieren. Ich hänge mir das Schneidwerk diesmal gleich dran. Vom Drescher, ey, ne? Vom Häcksler. Ja. Rein theoretisch kannst du es, ist ja auch unmittelbar indirekt um die Ecke. Kannst ja einen Feldweg nehmen. Jetzt steht's aber verkehrt rum. Das ist schlecht. Ich hole mir mal Dünger aus dem Lager. Roste? Ja. Ich habe 1300. Das ist aber gut was weggegangen. Ja, das habe ich doch gemacht noch am letzten Mal, weißt du noch? Nee, Ach du? ja, Ich nee, war's. ja, nee. Ich hab angesät. Stimmt, ich habe gedüngt, ja. Meine Fresse, das mit dieser Mod hier, das nervt. Auch wenn sie Ich cool hatte. ist, aber das nervt. Ständig die Kamera sich wieder mitbewegt. Man schaltet es tausendmal aus. Bestimmt. Muss für jedes Fahrzeug einstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass sobald jemand anders da reingehüpft ist, dass das dann wieder weg ist. Diese Ja, Einstellung. oder du dieses Spiel
startest, dann muss es wieder einstellen. Ja. Da war die Mod im 17er deutlich intelligenter, die konnte sich das tatsächlich merken. Der hatte sowas wie einen Memory-Speicher, das hat der hier anscheinend nicht.